Boah, machen wir Schaden. Bin in der Ecke. Haben wir schon alle Beine? Alle drei? Ja. Haben wir schon. Also, ich hab die Hexen beschworen, aber die machen irgendwie gar nichts. Hornet und Tod. Okay. Für den extra Schwierigkeitsgrad. Spielt mit Simon. Mit Simons Wölfen. Wenn es sonst zu einfach wird. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Aber das Bild, weiß ich nicht so recht. Ich glaube, da schwenken dann viele auf die, was gibt's noch, Sturmwoge oder so. Ist das die Wolke? Ja, die könnte ich auch mal machen. Die Slowwoods, glaube ich, auch noch irgendwie, oder? Die soll gut sein, Sturmbö. Nur habe ich die nie gecheckt und die war mir so blöd zum Casten. Die haust du einfach zu. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also, ich habe den mal gespielt gehabt, aber irgendeinem Charakter. Der Ziel ist ja einfach ins Gebiet und solange da die Gegner drin sein, wenn sie ja brutal geslowt und was, nehmen sie sogar Schaden an. Das ist ganz fein. Und der hat, glaube ich, gar nicht so einen hohen Cooldown, den kann man halbwegs regelmäßig benutzen. Ah, das ist wieder so eine Fertigkeit, die muss man anvisieren. Erstmal draufklicken auf die Fertigkeit und dann halt hin, wo man es haben möchte. Ja, genau. Das finde ich so mühsam. Echt? Okay. Da kannst du sie, glaube ich, auf Rechtsklicker legen, nachher geht es ja da direkt. Hast du auf Rechtsklick was? Ja, ja, Rechtsklick habe ich meinen coolen Eissplitter. Ja, später kannst du ihn ja auf Linksklick dann legen. Wenn ich dann unendlich Mana-Regeneration hast. Ja, genau. Ist das Labyrinth riesig. Aber was man sogar machen kann, man kann eine Fertigkeit auf die Maustaste legen. Also auf die Mittelmaustaste. Ah, geht das auch wie das? Mhm. Was sage ich da gleich, wenn die vorbei sind? In den Optionen. Das finde ich relativ lässig. Bernsteinflakon, das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Was Blaues? Angriffsgeschwindigkeit und Verteidigungsqualität. Na, so eine arkane Formel. Ah, sowas, ja, das kenne ich. Da braucht man reines Gefieder, das haben wir, glaube ich, bei Michi. Schildkrötenband haben wir da A und Essenz von Artemis Bogen. Michi! Haben wir, glaube ich, auch bei Michi. Also das hat man dir, war eh, glaube ich, auch gut für ihn. Komm online. Warte mal, ich guck gleich mal. Das ist natürlich der Nachteil. Da wäre irgendwie cool, wenn es da sowas gibt wie bei den MMOs. Da gibt es ja noch, wenn es eine Gilde gründet, gibt es ja die Gildenschatztruhe oder sowas nachher, wo man, glaube ich, reinschauen kann. Ja. Warte, klicke mal aufs Optionsmenü und dann auf die Tastenzuweisung. Was? Muss da gerade mich retten. Okay, was? Optionsmenü? Wie kriegen wir da hin? Escape? Ja, passt. Ja. Tastenzuweisung. Ja. Und dann kannst du irgendwo eine Mittelmaustaste reinhauen. Ich hab's beim Schnellauswahlplatz 6. Kannst du es auch irgendwo anders reinhauen. Also, so meinst du, okay. Ich hab's halt dann für die Fertigkeit 6, das ist für mich die Mittelmaustaste. Warum auch immer, für den einen Charakter hat es super passt und ich wollte es nicht immer ändern. Das ist immer auf 6. Und wenn du es dann auf 6 hast, dann kannst du es halt also mit der Mittelmaustaste aktivieren. Und geht halt schneller, als wenn du immer auf die Fertigkeit klicken musst. Ja, ich habe jetzt den Heiltrank benutzen, sekundär auf mittlere Maustaste. Mhm. Diese Möglichkeiten. Bei den meisten Spielen muss ich sagen, belege ich jetzt nochmal die mittlere Maustaste nicht. Das ist aber meistens auch nie belegt bei irgendeinem Spiel. Aber die anderen gehen zum Beispiel nicht, wenn man jetzt so eine Maus hat, wie ich diese Logitech irgendwas, die mit den Zusatztasten, wenn die meisten schon haben, die gehen leider nicht. Ja, aber so Daumentaschen auf der Seite. Aber ich verwende es auch in keinem Spiel irgendwie. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich verwende die Daumentaschen auf der Seite, die verwende ich groß das beim Internet surfen oder im Windows Explorer für Vor- und Zurückschalten. Ist es recht fein. Ja, eigentlich eher für das. Sonst benutze ich die eigentlich auch nicht. Kenne ich. Also hast du noch mehr? Finde ich das praktischer. Hast du noch mehr Taschen als die normalen Seitentaschen? Ja, auf der Seite habe ich halt, glaube ich, 5 Tasten oder so. Ah, das ist eine Fanatten-Maus, okay. Oh. 50-Euro-Maus. Also, billig. Ja, ja. Haben da meistens die
Die, was in die MMOs noch so fanatisch sein, wo sie noch genau. Mit der DPI-Zahl und keine Ahnung. Ja, eben, wo du alles einstellen kannst, wie schnell sich das Ding bewegen soll. Kumpel von mir hat das 20 Seitentaschen mit jeder Ability, glaube ich, einfach nur eine Maustasche. Ja, genau, da spiele ich ein altes DOS-Box-Spiel. Na, ein Kumpel von mir hat das, der spielt so gern Shooter und der schwört voll drauf auf seine Maus. Beim Ding, beim Scharfschützengewehr oder die Sensitivity nach unten stellen. Ja, genau. Von ja, der Pro. Wenn man sicherlich, vielleicht wenn man im höchsten Bereich mitspielen möchte, dann kann das vielleicht schon der Unterschied sein. Der dürfte da ziemlich gut sein. Aber da ich eben keine Shooter spiele, ist mir das relativ egal. Ja, der einzige Shooter war von Star Trek, den ich gespielt habe, Elite Force. Ich habe früher ein bisschen CS gespielt, also CS 1. 1-2, glaube ich, habe ich angefangen gehabt, oder 1-1, oder was das für Version war. Doom habe ich in der Schule gespielt. Bis 1-6, glaube ich, gespielt. Und Duke Nukem 64, glaube ich, dann auch noch gespielt. Und GoldenEye 64. Und ansonsten aber so gut wie keine Shooter mehr. Ah, wohl, America's Army Operation, das habe ich auch noch gespielt. Ach, stimmt, Heretic habe ich damals gespielt. Das war so ein Art Shooter. Aber mittlerweile, was sind Shooter, sind immer so meins. Eben Borderlands 2 wollte ich mal probieren, das ist also Shooter... Rollenspiel-Dingens. Ach, Portal. Ja, was steht? Das war One-Hit. What the fuck? Ja, die machen mit irgendeinem speziellen Scheiß. Mein Kernbewohner verrecht auch schon wieder. So Ansturm oder sowas. Wichser. Spürt den Zorn des Elementarmagier. Ja, schau, die haben wieder die gelbe Aura da. Ja. Genau. Borderlands 2 wollte ich da eben nochmal probieren, da ist mir gesagt worden, das ist halt nicht so shootermäßig. Und ja, war ein ganz nettes Spiel, aber was denn, ich finde das einfach mit den Ballern, das interessiert mich heutzutage nicht mehr so. Also das bin ich zu langsam von der Reaktionszeit her. Zu alt mittlerweile. Wenigstens ehrlich. Nein, es ist echt so. Ich bin ein alter Sack. Früher habe ich ja noch die Reflexe gehabt wie ein Tiger. In den jungen Jahren, aber mittlerweile habe ich die halt nicht mehr. Und weiß nicht, das gibt mir nicht mehr so viel wie früher. Ja, kenne ich. Früher war alles besser. Ja, ja. Nein, in der Schule haben wir damals halt Doom gespielt. Ja, ist auch ein uralter Shooter. Heretic. Das kann ich gar nicht, sagt mir gar nichts. War halt auch so uralt Shooter. Aber mittlerweile bin ich da auch aus dem Alter draußen. Übrigens ein Giftsack für dich. Jawohl. Haben wir eh einiges. Wo bist du? Jawohl, jetzt haben wir Artemis Bogensehne sogar voll. Ah, ich glaube, es gibt nur einen Ort, an dem Toxos da drinnen spawnen kann, im Labyrinth. Bin gespannt, ob ich den nochmal irgendwann wieder sehe. Den Megaboss. Eben, ich hab noch nie gesehen. Ich habe ihn einmal erlebt, voll unvorbereitet, voll niedergenatzt worden. Er hat ihn zerlegt. Millionenfach. Der Pisser. Wie ich nicht aufgeben wollte, wie ich es immer wieder probiert habe. Hast du schon geschafft dann schlussendlich? Nein, überhaupt nicht. Da habe ich so fertig gemacht. Keine Gnade. Das war, glaube ich, mit meinem stärksten Charakter damals. Das war dann ziemlich deprimierend. Hätte er besonders hohe Jobchance oder so, dass man da extra viel kriegt? Nein. Oder geht es dann nur um die Ehre, dass genau. Man schafft? Alle Gegner besiegen. Alle außer Toxoys. So, jetzt sind wir noch eh schon bald bei den Minotauren, gell? Aber da gibt es so ein witziges Video. Die Manticore, also dieser Spezialboss. Die Hydra da, ja. Der da im Akt 2, also im zweiten Schwierigkeitsgrad dann daherkommt. Achso, na, der mit den mehreren Köpfen, wurde. Mit den unterschiedlichen Köpfen, ja, oder? Ja, genau, mit den unterschiedlichen Körperteilen. Und da gibt es so ein Video, so geiles, das ist irgendwie Manticore in 5 Sekunden.
Also sie ist halt wieder anlauft und instant stirbt. Das ist halt so der Witz an dem Ganzen. Also er so stirbt mit der Ja, ja. Weil es ja überall diese Beats gibt, wie mache ich einen Gegner platt in 3 Sekunden oder ja, so, genau. Oder einen Manticore in 5 Sekunden, instant tot. So geil. Also solche Videos schaue ich auch gern. Ja, so Verarscher-Videos ja. Sind immer witzig. Oder Dark Souls, gibt es auch so witzige Verarschungsvideos. Ich muss mal die ganzen Bosse da anschauen von Titan Quest, einmal jetzt danach einmal so YouTube-Videos schauen, was da gibt. Ich muss da den mal schicken, den Toxoys, dass du ein Bild davon hast, wie übel der ist. Wie komplett übertrieben der ist und der Hydra, der mich jetzt auch interessieren, wie der ausschaut. Wie heißt die? Hydra. Ah, die heißt einfach gleich Hydra. So einfallsreich waren sie da. Boah. Okay. Es ist nicht Diablo, es ist nicht die gigantische Hydra des enormen Schwanzwedelns oder sowas. Von der Hydra. Ja, kurz, aber knackig, gell? Das war da das Motto dahinter. Machen wir die Gegner auch noch? Dann habe ich noch ein Level up, dann kann ich nämlich noch was killen. Ach, hast du noch gar nicht, okay. Bist du mittlerweile schon so weit zurückgefallen, ja, du stirbst dauernd. Hallo! Und ich hab noch wir brauchen ja da nicht lügen. Wir haben ja Videobeweise. 7 unbenutzte Fertigkeiten. So. Jetzt macht mein Eishagel Maximum Damage. Halte dich fest, Minotaurus. Hast du die Eissplitter da jetzt, oder was? Mhm. Boah, schau, wie sie One-Shot ist jetzt da. Wie viel fällt er denn XP? Ich bin gerade bei dem... Nach deiner Methode beim letzten Strich vorm Level Up. Okay. Nach ja, weil meiner nach Methode, Methode gerade bist da, jetzt genutzt, oder? Weil es gibt keine Zahl mehr. Ja, gerade da, wo das Chatfenster ist. Das Icon. Ah, da, okay. Das ist der Nachteil von dieser Methode. Ja, stimmt. So, jetzt gibt's keine Gegner mehr. Ich wollte da rechts, glaube ich, nur. Oder? Na? Der Gegner? Müssen wir, wenn, dann wieder ganz zurückrennen. Schauen wir uns das an. Egal. Da, die Falle. Die Falle bringt's. Gut, wenn eher getreifen oder getrippelt werden würden. Das wär's. Trippelt werden würden. Trippelfalle. Ich müsste nur noch mal kurz verkaufen. Das war mal schon verstanden. Da muss ich das mal arbeiten. Ich mach da vorne ein Portal. Energietränke wären auch ganz geil. Wo gibt's denn eine Truhe? In Knossos? Mhm. Knossos, Knossos ist cool, die Stadt. Das ist da alles so alles. Schön komprimiert. Ja, das stimmt. So klein, aber alles gleich da. Dann ich tu mal die blauen Sachen in die Truhe. Da sind wir ganz schön weitergekommen. Na jetzt war man eigentlich man verändert sich auch so irre schnell, finde ich. Ja, von so nebenher beim Spielen. Es geht einfach durch, vor allem haben wir jetzt nicht gerade Pfeifencharaktere, sondern man kann ja doch halbwegs in einer Geschwindigkeit da durchgehen. So. Sagt der Bestienrufer. Still ohne mir. Ja, das Team zum Scheitern verurteilt. Wir haben Dämonenblut gefunden. Wo haben wir denn das gekriegt? Kriegen wir doch normal erst Akt 2 oder so. So, was gibt's denn da? Rüstungen. Ach, die Rüstungen schauen alle so langweilig aus in dem Spiel. Zumindest im ersten Akt. Da. Interessiert ja, mich gar nicht. Noch cooler. Aber natürlich, Diablo war schon geil, diese Set-Items dann, wo du dann irgendwie schwebst. Und Diablo 2 hat es irgendwie eine Ludgolain-Rüstung gegeben, glaube ich. Die war super. Ja. Die dann in so einen schwebenden Necromancer verwandelt oder so. Ich überlege gerade, sollen wir uns so Schriftrollen noch kaufen? Also sieht der ja. Sturmhexen oder so. Das wäre eine Idee. Für die Bosse jetzt da. Mhm. Ich glaub, ja, stimmt, das wäre eine Idee. Ich kaufe mir so. Da ist sie weg. Okay, hat da jeder dieselbe? Scheinbar, ja. Okay. Na toll. Was gibt's denn sonst noch?
Schadensabsorption. Na das nehme ich mal. Ja, aber eher nicht schlecht, dann stirbst du nicht. Ja. Tschüss dann. Hab sie dir weggegrabt. Ich bin gespannt, ob meine Minotauren das überhaupt packen. Kann man die auf eine Fertigkeit, glaube ich, sogar legen, oder? Ja, ich glaube, muss man sogar, oder? Oder wie kann man es sonst benutzen? Ja. Ins Inventar klicken und dann drauflegen. Geht das, oder was? Ja. Hab ich noch nie gemacht. Warte, ich hab's gleich, zack, tot. Lass mir Zeit, Minotaurenboss. So. Ich bin bei deinem Portal. Hast du sie ja vorne brav platziert, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Oh ja. Wo bist denn du? Also du bist noch... Bist nicht verkaufen. So viel Inventarplatz hat man doch gar nicht. Dass ich mir gleich die ganzen tollen Stiersachen graben kann, die ich nicht gebrauchen kann. Oh, da ist noch eine Truhe. Geh schon mal voraus. Schon wieder. Geh schon mal voraus. Kurz in der Stadt. Oh, die Tür geht wieder zu. Und tschüss. Ja, aber ist gleich einmal. Warte mal, ich kann sie sogar... Hey, das ist geil, wir können ihn rauslocken, einen. Wenn du magst. Da ist eh gleich einer. Ah, nein, ja, sind drei. Guck mal, die Hexen beschworen. Jetzt kann ich sie nicht mehr rauslocken. Uiuiuiuiui. Boah, machen die Schaden. Bin in der Ecke. Haben wir schon alle beide? Alle drei? Ja. Haben wir schon. Also ich hab die Hexen beschworen, aber die machen irgendwie gar nichts. One hit und tot. Okay. Dich nimmt dein Portal, bevor es weg ist. Ja, mach. Bevor du tot bist. Ich probiere da gerade die Fallen zumindest mal zu töten. Boah, sein die ab aus. Das geht's ja nicht. Aber es war clever, das Portal vor der Tür zu machen. Ja. Das gefällt mir. Deine Herangehensweise. Das habe ich natürlich bedacht. Warte mal, ich mache mal diese geile Schriftrolle da. Muss ich dir irgendwo... Schauen wir mal, wie geile Schadensabsorption ich habe. So ist da irgendeiner... Jetzt war es einem so halb down. Geh down! Oh Gott. Ich halte die anderen zwei vom Leib. Get down! Ja! Ich werd narrisch! Brauchst du Hilfe oder hast du gerade Spielkameraden gefunden? Also Freunde fürs Leben! Wenn du ein bisschen helfen würdest, dann wär ich nicht ganz abgeneigt. Mein Portal! Mein Grab! Was zaubern denn die da immer da? Was unter mir so graue Felsen springen irgendwie so komisch hervor. Mhm. So Stun-mäßiges, glaube ich. Ja, ich habe für den neuen Minotaurin gar keine Erfahrung gekriegt. Stirb! Minotaurus! Ja, Mann! Es ist leichter gegangen, als erwartet zu sagen. Irgendwie mit dem Rennen, das kann man halt in dem Spiel ein bisschen sehr abusen. Dass man einfach im Kreis rennt. Ich hab's genau gesehen. Was war denn das eigentlich? Ich vertraue auf die, dass wenn es irgendwas ist, was für mich nützlich war, dass es mal gibt. Natürlich. Vertraue ich doch richtig. Das ist wieder was total Sinnvolles. Oh, jetzt habe ich abgebrochen. Kann ihre Handelsanfrage nicht, will nicht handeln mit ihnen. Ich war gerade beim Escape-Drucker vom Star verlassen. Ins Dorfbau, ja. Oder? Bringt's schadensresistent gegen Tiermenschen. Ja, aber geil ist Feuervergeltung, oder? Das heißt, zu 35% wirfst Feuerschaden zurück, zwar jetzt nicht viel. Und man rennt viel schneller, plus 15% Bewegung, das ist göttlich. 18 Schadensvergeltung, hui. Ja. Die Bosse werden erschüttern. Kriegt da vorne jetzt schon der Endboss, der endgültige? Die Telkine, mal 3. Aber dafür gibt es auch 3 Kugeln. Also, soll man da auf den Michi warten? Leer deinen Inventarplatz. Na, können wir eh nochmal machen mit ihm auch.
Schaffen wir den? Haben wir doppelte Chance. Ja, ja, sicher. Dann probieren wir den noch. Jetzt sind wir so kurz davor, gell? Na sicher. Kein zurück. Im bis Analraum. In den Tod. Rot, glaub, weiß, du rot. Du gebracht, oder? Den Satz mit dem Analraum. Oder? Mit dem was? Mit dem Analraum. In dem wir uns gerade befinden. Der Analraum, na, weiß ich nicht mehr. Okay. Die Energiekugeln, oder? Geil, ja, ja, ist krass, oder? Wie viele Energiekugeln es gibt bei den ganzen Bossen. Ja. Dass das aber so beim Skript her schon so funktioniert für den Mod. Mhm. Irgendwie witzig. Stimmt, es gibt dann eine Stelle, wo man Mod ausschalten müssen, weil da gibt es nicht, da gibt es auch diese Tonsoldaten und da gibt es, glaube ich, nicht genug für den Mod oder so. Irgendwie backt er da rum. Die haben so geile Sterbeanimationen. Lösen sich in Luft auf. Oh, die sind irgendwie ganz schön schwach. Und wenn die es down sind, ziehen wir uns lieber mal zurück. Ich glaube, jetzt kommen gleich die Bosse. Level 27. Machen wir da mal ein Portal. Okay. Jetzt kommt epische Musik. Ja, bei mir auch gerade voll laut. Es geht voll ab. Alle drei zusammen, na super. Mega Lesius Delkine. Rape me instant. Der beschwört übrigens, der zieht unsere Kreaturen auf seine Seite, was ziemlich scheiße für einen Petmaster ist. Echt jetzt? Ja. Siehst du dann, wenn der so ein rotes Symbol oberhalb von seinem Kopf hat, dass er zum Beispiel gerade der Wolf, siehst du? Ah ja, ja. Der greift gerade unsere eigenen Kreaturen an. Ziemlich scheiße, er ist gestunt und tot. Du brauchst unbedingt eine Schadensschriftrolle. Überlebensschriftrolle. Boah, wie seine Blitzstrahlen göttlich ausweich. Ein Alter, das sind ja alle. Gott. Was hast denn du gemacht, ey? Gott, die Beschwörer waren doch normal. Die sind ja alle hinüber, unsere Beschwörer. Ja, was kann ich denn? Du bist ja gerade voll sinnlos. Das hebt aber leider kurzzeitig. Du bist ja voll sinnlos gerade. Na, schau, metzeln schon wieder rein, da die Wölfe. Deine ganzen Wölfe gegen mich gehen, ist das ziemlich scheiße. Was ich nicht weiß, ob die ihre Meister heilen, diese Typen da, die beschworen werden. Oft nicht. Ich mache wieder die schöne Strategie und renne einfach im Kreis. Der Wolf tötet mich gerade, gemeinsam mit meinem Wisp. Hallo, ich bin auf eurer Seite. Boah, ey. Er hat wieder diese Linos nachbeschworen. Okay, ich habe zumindest einen jetzt bei mir. Den könnte ich down kriegen? Nein, nicht die anderen auf. Nein, lass die anderen. Schick die anderen weg. Okay. Ich bin gerade im epischen One vs. One Battle. Und ich habe gerade alle meine Beschwörungen wieder mal errasen. Ja! Ist er tot? Ja. Okay, ich krieg da keine Erfahrung dann. Alle Beschwörungen gegen mich. What the fuck? Ich bin tot. Nein, doch nicht. Ein Siegel gibt es übrigens schon unten, aber ich mache mir es erst auf, wenn wir alle gekillt haben, oder? Ja, hätte er gesagt. Es fehlt uns noch ein bisschen die Zeit. Gott! Das ist ja echt übel, vor allem als Beastmaster mit diesen. Das ist ja echt nochmal die ultimative Herausforderung, mit dir zu spielen. Was ist denn Scheiß da? Ich bin mehr gegen uns als für uns. Boah. Oh Mann. Für den extra Schwierigkeitsgrad. Spielt mit Simon. Mit Simons Wölfen. Wenn es sonst so einfach wird. Schon wieder. Instant One Hit. What the fuck? Beschwör da wieder mal nach. What the fuck? Go, jetzt auf den einen Mega Dies. Oder? Ist gleich. Ohne Sim, ja eben, der ist bald wieder tot. Da kommen schon wieder alle. Ich muss mal kurz deine Wölfe natzen. Boah, wir sind gerade alle tot jetzt. Ja, die habe ich kurz genatzt. Nachdem die alle auf mich losgegangen sind. Stirb, der Kinder! Da ist der auch nicht verstehen. Stirb! Oh Gott! Stirb! Jawohl! Und der letzte. Mir gehen die Haltringe schon langsam aus. Ich habe nur 7. Da sagst du was. Aber was? Ja, das ist, glaube ich, der leichteste gewesen, oder? Der kann gar nichts.
Ja. Ah, wohl, der kann meine Sachen übernehmen. Nein, du böser Wolf, bleib mir vom Leib. Da kann er das beschwören, das ist... Aber oh, das ist eigentlich der härteste. Warum ist schon wieder die ganze Energie weg? Jetzt heilt er sich schon wieder. Wichser. Stunt mich. Okay, jetzt go, gib ihm. Er hat lauter scheiß Fertigkeiten. Energie entziehen, stunnen. Ja, Mister umbeschwören. Boah, das hat mich 20 Heiltränke gekostet, der Kampf. Das hat mich 3 Grabsteine gekostet. Das ist ein Siegel der Delkine, was ist denn das? Ah, geil, das ist ein... Ich würde sagen, du nimmst die untere Kugel, ich nehme die obere beiden. Na, warte, machen wir mal da auf. Und... Blomps. Teber-Beinschienen. Das ist ein Set. Ja. Gar keine Ahnung. Was haben für nämlich? Krieger. Also für mich. Nehmen wir trotzdem mit dem Bogen A. Was? Kugel Nummer 2? Bam, bam, bam. Nutzlos. Sinnlos, Kugel. Na, für die gut. Jetzt kannst du 2-3 Mal schuppen gehen. Und Kugel Nummer 3? Da stellt sich in Grab-Position. Schau, was ich da Glück hab. Irgendwelche Beinschienen, jetzt sind wir da lesen. Sind sie gut? Nur selber noch nicht geschaut. Ich schau gleichzeitig, während ich mit dir handel. Okay, wieder irgendwas stärker zeigt. Beinschienen von Marathon. 22% Bewegung, das in Kombination schneller mit dem Laufen zeigt. Was denn, einen restlichen gelben Scheiß einfach aufheben? Okay. Da kenne ich mich aus. Ich bin schon voll. Wobei, Moment, gibt's da hinten nicht nur eine königliche Truhe? Nein, gibt's nicht. So kleine Truhen, glaube ich. Oder? Essenz gibt's. Oh, Gepäcksbeutel haben wir jetzt auch noch gekriegt. Schaut zum Glück, jetzt können wir geil. Sachen aufheben. Jetzt können wir grabben. Ich grab noch, ich lass noch eine Essenz fallen. Okay. Passt, ich bin maximal voll, das heißt von mir aus kann ich mal Akt 2 gehen und handeln. Ich hätte nicht gedacht. Klingt gut. Sie einfach da Leute durchrennen, glaube ich, oder? Ich glaube. Es ist halbwegs und gut gegangen. Also ich allein schaffe, glaube ich, gar keinen Delkine, aber weil du halt dann Schaden machst, passt das ganz gut. Das Beastmaster ist echt fies. Ja, der machen die, also bei solchen Ultimativbossen machen die viel zu wenig Schaden. Ja, vor allem mit dem Umkehren von den einzelnen Waffen, die man hat. Ja, das war sowieso gemein, ja. Da wird dann gar nichts mehr. Im Singleplayer kann ich da eigentlich neu starten, wenn das passiert. Im Singleplayer mit X-Mess 3 Mod. Yeah. Ja gut, nein, das sehe ich nicht, aber es ist halt normal. Ja, ich glaube, kannst du rebooten und hoffen, dass er nächstes Mal was anderes kriegt. Na, weit gekommen, Level 21, krass. Mega krass, ja.